Ja, servus liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute wieder da seid. Herzlich willkommen zum weltgrößten Cola-Mix-Test der Welt. Und dass wir immer wieder so tolle Perlen finden, dafür muss ich auch, und das tue ich wirklich von Herzen gern, heute unseren treuen Zuschauerinnen und Zuschauern danken. Heute allen voran und namentlich dem Andreas aus Rheinland-Pfalz, der mir heute wieder eine neue Perle geschickt hat zum Verkosten. Vielen Dank, lieber Andreas, dass du so ein treuer Fan von uns bist und mir dieses Gerolsteiner Cola Mix unter anderem zum Verkosten geschickt hast. Das ist super lieb und das zeigt, was wir für eine tolle Gemeinschaft haben und wie interessant offensichtlich auch Eigenlob stimmt, unser Cola Mix Test ist. Ja, und du, Andreas, trägst dazu bei, dass wir den größten Cola Mix Test der Welt weiterhin vorantreiben können. Heute haben wir eine Marke, die ihr sicher kennt, nämlich von Gerolsteiner, das Cola Mix. Gerolsteiner kennt man auch daher, weil ja schon ein Profi-Fahrradteam auf die Straße geschickt haben und auch sonst im Sponsoring immer recht gut dabei gewesen sind. Aber wir wollen ein bisschen was erzählen, woher das Cola Mix kommt und was es Besonderes damit auf sich hat. Und da ist es wirklich eine sehr interessante Geschichte, die absolut erzählenswert ist. Gehen wir mal zurück ins Jahr 1887. In der Vulkaneifel im schönen Rheinland-Pfalz, da ließ der Bergwerksdirektor Wilhelm Kastendick eine Bohrung in der Nähe vom Städtchen Gerolstein vornehmen. Nach was hat er gebohrt? Es war nicht Erdöl, nein, es war Kohlensäure. Warum Kohlensäure? Weil die damals in der Industrie, im Kaiserreich im Deutschen, sehr gefragt gewesen ist. Und der Kastendick war ein schlauer Unternehmer und hat sich gesagt, Mensch, wenn ich hier in der Nähe von Gerolstein auf Kohlensäure stoße, kann ich die gewinnbringend veräußern, weil die Industrie Kohlensäure braucht. Ja, und er hat gebohrt. Er stieß auch auf Kohlensäure, den Wilhelm Kastendick, aber auch auf Mineralwasser. Ja, und es hat sich herausgestellt, dass das Mineralwasser eine besonders hohe und außergewöhnliche Qualität hatte. Warum? Ja, die Vulkaneifel, wie der Name schon sagt, vulkanisches Gestein, da stecken ganz andere Mineralien drin. Und so hat er sich entschlossen, das Mineralwasser zu fördern, zwar im Jahr 1888, und gründete am 1. Januar 1888 den Gerolsteiner Sprudel W. Kastendick Gerolstein. Ja, mein Lieben, was soll ich sagen? Also an sich sehr fruchtig, sehr fein, aber es fehlt einfach die Kohlensäure, auch in der zweiten Flasche, die ich gefunden habe. Und das ist einfach zu wenig. Leider, 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 weil es so gut komponiert wäre, aber ohne Kohlensäure fehlt einfach die Lebendigkeit im Getränk und das Ganze wirkt einfach sehr, sehr schlapp. Was ich sehr schade finde, weil eigentlich Gerolsteiner Sprudel eben dafür bekannt ist, Mineralwasser, das wirklich ordentlich Kohlensäure hat und entsprechend gut schmeckt. Am Wasser liegt es nicht, das ist höchste Qualität, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber so reißt es leider nicht richtig vom Hocker, man kann es nicht anders sagen. Ja. Meine Lieben, weitere tolle Tests von unserem Cola Mix findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, jetzt den YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinschaut. Macht's gut, bis dahin, Pfiat, servus, euer Olli.